Was geht? Ich möchte heute über fünf Dinge sprechen, die in NBA 2K25 My Team nicht so gut gelungen sind. Ich möchte nicht zu negativ klingen, aber man muss natürlich auch Sachen rausheben, die nicht so gut gelungen sind. Insgesamt, da sage ich direkt, gefällt mir das Spiel schon mal ganz gut. Wenn du mehr zu meiner positiven Meinung hören willst, dann guck dir das Video, mein erster Eindruck nach 24 Stunden an. Aber jetzt starten wir erstmal eben mit den fünf Punkten, die mir in My Team bisher nicht gefallen. Punkt Nummer 1, es gibt kein Clutch Time Online mehr. An sich ist es erstmal nicht schlimm, wenn Modi fehlen. Man kann ja mit anderen Modi das Spiel wieder aufwerten. Aber Clutch Time Online, dieser 5 gegen 5 Modus, wo das Spiel ein Viertel ging, das war online einfach für mich mein Lieblingsmodus. Und der fehlt halt jetzt komplett. Wir haben online nur noch Showdown. Wir haben Triple Threat Park, zu dem sage ich auch gleich nochmal was. Und wir haben King of the Court, da sage ich auch gleich nochmal was dazu. Also es ist relativ schwierig. Ansonsten haben wir noch Salary Cap, was online ist. Habe ich aber noch nicht angefasst, war ein Modus, den habe ich letztes Jahr gefeiert. Aber irgendwo muss man Abstriche machen und da war Salary Cap halt der Modus, den ich dann am wenigsten gespielt habe von den Online-Modi. Ja, Clutch Time Online, ich vermisse es wirklich. Zweiter Punkt, der meiner Meinung nach nicht so gut gelungen ist, ist die Uhrzeit von King of the Court. Ich habe es schon oft genug gesagt. Wir starten in 8 Tagen und 19 Stunden mit der ersten Runde King of the Court. Es geht halt irgendwie von 19 bis 23 Uhr. Das ist eine Uhrzeit an einem Samstag, wo man oft nicht kann. Je nachdem, was man für Verpflichtungen hat, man kann einfach nicht. Es gibt keine andere Möglichkeit. Zurzeit bietet 2K nichts anderes an, als zu dieser Uhrzeit zu spielen. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, ich starte jetzt meine 4 Stunden, egal wann, und dann habe ich eben 4 Stunden Zeit, um meine Spiele zu machen. Nee, es muss unsere Uhrzeit, also Ortszeit Berlin, Deutschland, 19 Uhr am Samstag sein. Das ist bitter. Dritter Punkt, der mir überhaupt nicht gefällt an den Spielmodi und an MyTeam generell, ist, dass in Triple Threat Park es Ewigkeiten dauert, bis man ein Game findet. Jetzt haben wir erstmal die ganzen Vorbesteller nur drin gehabt. Es kann sein, dass es sich ab Freitag ändert. Wenn dem so ist, dann vergesst den Punkt. Aber Stand jetzt ist es so. Und das hat mich früher schon immer am Park genervt in MyPlayer-Modus, dass man auf seine Spiele so lange warten musste. Bevor das geändert wurde, war Triple Threat-Modus, wo du ein Spiel nach dem anderen ballern konntest und richtig gut MT verdienen konntest. Das geht jetzt so nicht mehr. Ja, man schafft in der Stunde vielleicht 6, 7, 8 Spiele maximal. Und früher konntest du Triple Threat so durchballern. Ich weiß nicht, wie viele Spiele man geschafft hat, aber viel, viel mehr. Dementsprechend viel, viel mehr MT und viel, viel bessere Chancen, sein Team zu verbessern. Punkt Nummer 4, und das hat bestimmt jeder schon gemerkt, die CPU-Schwierigkeit ist tough. Ist tough, tough, tough. Also, wer meinen Stream gesehen hat, ich habe gesehen, es haben noch einige in der Wiederholung mal reingeschaut. Das ist sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank dafür. Aber, ey, wenn du dann irgendwie anfängst, auf All-Star oder auf Superstar zu spielen, Hall of Fame habe ich, glaube ich, noch nicht mal ausprobiert, aber wenn du dann da landest, dann wird es richtig schwer. Und ich als sehr erfahrener Spieler hatte meine Probleme, und ich würde behaupten, ich habe sie hier und da immer noch, aber was macht ein Anfänger in diesem Modus mit dieser CPU? Tipp an alle, startet so niedrig, wie es geht und spielt dann einfach und schaut, wie weit ihr kommt. Ich war am Anfang zu übermütig und ich habe die Quittung dafür bekommen. Und wir bleiben direkt in diesem Modus für den fünften Punkt, der mir aktuell noch nicht so gut gefällt. Und zwar ist das die Belohnung in diesem Modus, aber auch generell bisher Belohnung, ist ein Thema, was ich jetzt noch nicht sehr hypen kann. Guckt euch mal an dem Rand diese Belohnung an. Also ich habe jetzt hier schon einige Siege geholt. Ich kann hier ein Playbook gewinnen. Ich kann hier eine Plakette gewinnen. Hier kann ich einen Stadionboden gewinnen. Hier kann ich ein Logo gewinnen. Hier kann ich eine Arena gewinnen. Hier kann ich mir eine Plakette aussuchen. Okay, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber auch jetzt nicht super wertvoll. Und hier bekomme ich einen 84 Plus Overall Player, der wahrscheinlich auch in meinem Lineup nichts mehr zu suchen hat, weil mein Team halt schon, ich sag mal so, ich brauche schon 90er, um mein Team wirklich zu verbessern. Ja, alles irgendwie nutzlos. Und dann ist halt die Frage, wofür spielt man dann? Ja, Just for Fun, okay, cool, das Spiel macht Spaß, es macht Spaß, aber man will dann auch entsprechend belohnt werden. Ja, Mann, was meint ihr? Was sind eure 5, 2, 3, 4 Punkte, wo ihr sagt, das muss auf jeden Fall besser gehen in NBA 2K25 My Team? Ich bin sehr gespannt. Nennt mir wegen mir auch euren Nummer 1 Punkt, der besser laufen muss, der vielleicht nicht so gut gelungen ist. Ja, Mann, und ansonsten neue Leute.
immer herzlich willkommen, ein Abo dazulassen. Der Support in den letzten 2 Tagen war absolut sick. Herzlichen Dank dafür. Und auch vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.